Schon seitdem ich den ersten Post gesehen habe, stelle ich mir die eine Frage. Ist New Vesset wirklich neu? Vesset ist vermutlich den meisten von euch ein Begriff, ist eben eine Streetwear-Marke, die vor allem so aus dem Skater-Bereich entspringt und sich bisher vor allem dadurch ausgezeichnet hat, dass man eben nicht dem Strom folgt und einfach eigenen Stuff macht, der aber, wie ich schon öfter kritisiert habe, irgendwie immer eintöniger wurde. Jetzt ist es allerdings passiert, Vesset hat sich komplett neu aufgebaut. Seit einigen Monaten hat man nicht mehr so viel gehört, und dann kamen die ersten Sneak Peeks und es wurde klar, dass Vesset einen Neustart versucht. Ob dieser Neustart tatsächlich gelungen ist, werden wir uns heute im Video mal anschauen. Ich habe mir natürlich auch etwas gekauft und meine ganz persönliche Meinung gibt es oben drauf natürlich auch noch, sonst wären wir ja nicht hier. Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu diesem Vesset Unboxing. Ich glaube, das habe ich zuletzt vor einem halben Jahr gesagt oder so, also das ist schon echt eine Weile her und ehrlich gesagt hatte das auch seine Gründe. Ich habe mit euch da schon öfter mal drüber geredet, in Streams oder auch auf YouTube angesprochen. Ich finde das, was Vesset in den letzten paar Monaten, so im letzten Jahr gemacht hat, ist immer so ein wenig eintöniger geworden. Es wurden alte Konzepte aufgegriffen und einfach nur einen anderen Colorways rausgebracht. Das ist nicht so wirklich das, was ich mir von Brands wünsche, zumal auch die Sachen nicht sonderlich ausgefallen waren. Das letzte Piece, was ich mir dann noch gekauft habe, war ein Half-Zip. Der gefällt mir nach wie vor sehr gut. Ich trage den auch gerne, aber das war's dann auch. Diese Spirale von Kollektion nach Kollektion nach Kollektion, die sich alle irgendwie ähneln, habt nicht nur ihr und ich entdeckt, sondern anscheinend auch Vesset, denn Vesset hat sich jetzt dazu entschieden, die Marke ganz neu aufzuziehen mit dem Namen New Vesset. Und ich muss sagen, ich wurde overall ein bisschen enttäuscht, weil es ist zwar was geändert worden, aber es ist für mich jetzt bisher kein Neustart. Wenn wir uns die Kollektion mal anschauen, dann ist es auf den ersten Blick genau gleich zu allem anderen, was man bisher so gesehen hat. Also designtechnisch wurde da nicht so viel neu probiert oder sich mehr getraut. Es ist teilweise noch etwas minimalistischer sogar geworden, mein Piece auch, was ich grundsätzlich echt gut finde. Trotzdem hätte ich mir innovationstechnisch für diesen Neuanfang noch ein bisschen mehr erhofft, aber das könnte auch an mir liegen. Die tatsächlichen Änderungen finden sich nämlich ganz woanders wieder. Und zwar in der Qualität, teilweise glaube ich auch den Schnitten und auch in den Preisen. Wenn man auf die Vesset-Website geht, fällt einem sofort auf, dass alles irgendwie teurer geworden ist. Und das hat auch, so wie Vesset bzw. der Kopf hinter Vesset erklärt, einen ganz bestimmten Grund, und zwar, dass die Qualität sehr, sehr stark angehoben wurde. Und da bin ich jetzt sehr gespannt drauf und ich würde sagen, ich schnack nicht weiter rum. Wir schauen uns das Piece an, was ich mir gekauft habe, und ich bin sehr gespannt darauf, denn Vesset ist, wie man vielleicht auch an meinem Outfit sieht, eine Marke, die ich sehr, sehr geil finde und schon seit unfassbar langer Zeit unterstütze. So, hier ist das Paket. Es ist, wie bei Vesset üblich, mal wieder sauschnell gegangen. Ich habe 2 Tage oder so gewartet, also Sonntag bestellt, es war Dienstag da. Vesset ist und bleibt der Beste. Es war schon immer so und man freut sich immer drüber, dass es einfach so schnell ankommt. Puh, ist das warm. Schon besser, die 20 Euro Billo-Softbox hat mal wieder zugeschlagen. So, als allererstes fallen mir 2 Sachen auf. Ich zeige euch mal erstmal das allererste. Und zwar, dass hier in Karton eine kleine nette Nachricht drin steht, nochmal in Bezug auf die Kartons, die noch ein bisschen weniger, ja, Verschmutzung auslösen sollen. Das habe ich bisher vollkommen vergessen zu erwähnen. Vesset steht natürlich für nachhaltige Mode, also es wird so ökologisch wie möglich produziert, was ein dicker Pluspunkt ist. Und das ist etwas, worauf New Vesset jetzt nochmal sehr, sehr großen Wert legt. Unter anderem ist dieser Karton hier aus 70% FSC zertifizierten Bäumen entstanden und 30% recyceltem Papier. Auf jeden Fall sehr nachhaltig. Das zweite, was auffällt, ist, dass hier 2 Sticker drin sind. Immer sehr nett. Ich mag Sticker. Ah, wartet. Bevor ich das jetzt auspacke, muss ich euch noch ganz kurz ein Geheimnis erzählen. Ich glaube, das war echt die cringeste Überleitung, die ich je in irgendein Video eingebaut habe. Heilige Scheiße. Und zwar werde ich immer wieder darauf angesprochen, dass Peso Raws viel zu teuer wären, dass sie keine 50, 55 Euro für ein T-Shirt ausgeben möchten. Und genau an dieser Stelle kommt Burleywood Studios ins Spiel. Vor einigen Tagen haben sie dieses T-Shirt, was ich gerade trage, released. Und ich muss sagen, ich finde es wirklich geil. Es ist einfach ein Basic, so wie man es halt gewohnt ist. Anfangs, als die Jungs auf mich zugekommen sind, war ich sau skeptisch und habe gesagt, jo, es gibt genug T-Shirts auf dem Markt. Warum ausgerechnet das? Die haben mir so ein bisschen ihre Vision erzählt und dann habe ich mir das T-Shirt zusenden lassen und muss no joke sagen, sonst würdet ihr es ja auch nicht sehen, dass ich positiv überrascht war. Und zwar richtig positiv überrascht. Denn für nur 30 Euro bekommt man hier richtig gute Qualität geboten. Mir gefällt der Schnitt. Ohne Witz, das ist genau das, was ich mag. Gerade wenn es jetzt in Richtung Sommer geht, ist es nice, einfach cleane T-Shirts zu haben. Egal ob grau, schwarz oder weiß, wie in dem Fall. Oder eben auch zum Unterziehen. Und wenn man dafür nicht so viel Geld ausgeben möchte, gleichzeitig aber auch keine Qualität
Qualität einbüßen möchte, dann kann ich euch wirklich Bodywood Studios ans Herz legen. Link zu deren Instagram-Page und zum Shop ist in der Beschreibung. Ich habe mir sagen lassen, dass man sogar Totebags zur Bestellung dazu bekommt. Also neben dem sowieso schon qualitativ sehr hochwertigen Packaging gibt es für 30 Euro einfach auch noch so Bags dazu. Hat mich abgeholt, ich nerv euch nicht weiter, wir machen mit Vested weiter. So, und hier ist das gute Teil. Als allererstes muss ich sagen, es fühlt sich deutlich schwerer an als bisherige Vested Zippodies. Das ist natürlich noch kein Zeichen für Qualität, aber fällt auf. Anders als bei anderen Marken sind die Schilder hier aus Pappe gemacht und das Vested ist da so reingraviert. Also das fühlt sich hochwertig und echt gut an, no joke. Wir haben hier so ein leicht verwaschenes Grau-Blau. Die Farbe gefällt mir wirklich gut. Die Frage ist dann natürlich noch, wie es angezogen aussieht. Der Stoff fühlt sich tatsächlich auch echt gut an. Allerdings nichts Atemberaubendes, wo ich jetzt sagen würde, ja, das ist New Vested, jetzt spürt man den großen Unterschied. Ich denke mal eher, dass da der Unterschied so ein bisschen in der Produktion davon liegt, weil ich mir sicher bin, dass der Stoff nachhaltig hergestellt wurde. Ich weiß nicht, wie sehr ihr da in der Szene drin seid, aber Stoffe, Farben etc. haben ein sehr großes Potenzial, nennen wir es mal, nicht nachhaltig zu sein. Also wenn euch das interessiert, dann informiert euch da gerne. Da wird auf jeden Fall die meiste Arbeit und das meiste Geld reingeflossen sein. Größtenteils ist der Hoodie komplett plain, von hinten auch, wer hätte es gedacht, aber wir haben hier vorne so einen kleinen Vested-Stick drauf. Ist ganz cool, ne? Macht den Hoodie jetzt nicht besser oder schlechter. Mein erster Eindruck ist bisher echt gut. Ich würde aber mal sagen, ich ziehe das Ding erstmal an und dann sprechen wir weiter. Ohne Witz, der Fit ist richtig, richtig geil. Also, ich habe das Ding angezogen, ihr könnt es ja sehen und es gefällt mir echt gut. Also verblüffend gut, muss ich sagen. Der Hoodie ist unten eben sehr, sehr stark cropped. Das ist das, was, glaube ich, am allermeisten auffällt. Das habe ich auch in den Kommentaren gelesen, dass das einige kritisiert hatten. Also für meinen Geschmack ist das perfekt. Hier unter den Ärmeln hat man sehr viel Spielraum. Das gefällt mir auch gut. Die Farbe, habe ich schon angesprochen, ist ein absoluter Banger. Das Einzige, was ich am Fit auszusetzen habe, ist, dass hier diese Bünde, ich weiß nicht, was die Metze von Bund ist, nicht so hundertprozentig nice finden. Das könnte hier für meinen Geschmack noch etwas enger werden, aber das ist so ein Mini-Detail. Ich habe ja immer an allem was rumzumeckern, ihr kennt mich. Generell gefällt mir wirklich diese minimalistische Optik vom Zip-Hoodie. Dazu kann man noch ein gutes Gewissen haben, weil das Ganze eben nachhaltig hergestellt wird und trotzdem wird nicht auf Qualität verzichtet. Also overall echt ein Piece, was ich für mich echt gelohnt hat. Bevor wir jetzt versuchen, die Frage zu beantworten, ob Vested jetzt wirklich neu ist, könnt ihr gerne mal eure Meinung in die Kommentare dazu schreiben, wie ihr den Hoodie findet, was ihr generell von Vested haltet, würde mich sehr interessieren. Und lasst wirklich gerne dem Video ein Like da, abonniert meinen Kanal. Das sind zwei Klicks, die mir persönlich geistkrank weiterhelfen. Euer Feedback in den letzten paar Tagen, Wochen war geisteskrank. Wirklich vielen Dank. Macht gerne so weiter, es motiviert mich unfassbar. Aber weiter geht's. Ist Vested neu? Obwohl mir das Piece hier ausgesprochen gut gefällt, würde ich overall sagen, nein, Vested ist nicht neu. Es handelt sich hier um keinen kompletten Rework, aber ich würde sagen, Vested ist besser. Bei New Vested guckt man jetzt noch mehr auf Qualität, den Fit und vor allem die Nachhaltigkeit und das ist etwas, was mir persönlich echt gut gefällt und es ist einfach mal was ganz anderes, was der Szene, glaube ich, echt gut tut und so ein bisschen Frische reinbringt. Trotzdem muss ich kritisieren, dass mir die Designs einfach nicht so zusagen, wie sie sollten und dabei meine ich ganz klar nicht diese minimalistischen Sachen, die ja ganz klar so sein sollen, sondern die Sachen, die etwas auffälliger sein sollen, es aber nicht so gut schaffen wie andere Brands. Eben gerade habe ich schon gesagt, schreibt unbedingt eure Meinung dazu in die Kommentare, würde mich interessieren. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer ihr das schaut. Wir sehen uns bald schon wieder zu echt geilen Videos. Ich habe mega Bock aktuell, bin sehr motiviert. Also würde ich sagen, haut rein, wir sehen uns und ciao!